Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Ja, mir fällt jetzt erst auf, dass es nicht klar ist, ob Sir Francis Drake oder hier Nathan Drake gemeint ist. Das ist mir noch nie aufgefallen, ich schwöre, aber ich find's geil. Da hinten war das letzte Mal ein Schatz und hier, glaube ich, geht es weiter. Ja. Bin mal gespannt. Ich glaube zumindest, dass es hier weitergeht. Okay, wir können hier auf jeden Fall problemlos runter. Was heißt... Keine Ahnung, was das heißt, aber... Vielleicht ist hier ein Schatz. Nee. Oder doch mal da hinten. Nee. Es hätte schon geblinkt. Okay, dann hier entlang. Wir waren ja hier in dem Komplex schon mal, nur nicht auf der Seite. Genau, hier waren wir nämlich noch nicht. Genau. Ja, genau, okay. Hier geht's nicht weiter. Dahinter waren wir schon mal, daran erinnere ich mich. Und hier, oh ja. Hier sollten wir nicht failen. Okay. Hier sollten wir nicht failen, ja. Scheibenkleister. Okay, wie kommen wir hier wieder zurück? Das ist hier gerade sehr verwirrend. Da hinten hin. Und doch, hier ist ja ein Durchgang. Nee. Nee, ist kein Durchgang. Und hier ist auch gar kein Schatz. Schade. Mensch, ging es hier hoch? Ja, hier ging es hoch. Hier war... Okay, hier war das. Okay. Ich bin mir hier gerade nicht so ganz sicher, ob wir überhaupt richtig sind. Sollten wir natürlich nicht richtig sein, werdet ihr demnächst einen Cut sehen, weil ich möchte euch wirklich hier nicht 20 Minuten einfach... Ich will es nicht sagen verarschen, aber halt nicht einfach nur euch zeigen, dass wir hier durch die Gegend laufen und nichts Interessantes passiert. Ja, können wir vielleicht dorthin springen? Ja, können wir. Nice, okay. Okay, und jetzt hier hochklettern und rüber aufs Dach. Oder sich jetzt halber hier hoch. Ja, genau, hier hoch. Weil ich will nicht, ich weiß gar nicht. Oh, sind wir jetzt hier bei der Kirche? Er ist da drüben. Ja, ich glaube, hier ist tatsächlich die Kirche. Ja, ist es. Genau. Oh, daran kann ich mich jetzt zum Beispiel gerade wieder erinnern. Das sind immer so kurze wie Flashbacks. Das finde ich aber cool. Licht vielleicht. Oh, hier ist ein Schatz. Siehst du, wie soll man den sehen? Der funkelt nicht einmal. Ein spanischer Goldkelch. Okay. Alles klar. Oh ja, daran. Ja. Das muss es sein. Ja, dann schauen wir es uns mal an. Aha. Zwei Schlüssel, ein Herz und viel Text. Das heißt, diese Schlüssel, kann ich nicht anschießen, okay, sind, ja, die Schlüssel sind der Schlüssel. Aber viel mehr Schlüssel wird sein, wie ich mich hier anstelle gleich. Ah, hier rüber, okay. Ich weiß, hier bin ich beim ersten Mal
sau viel gefailt. Also wirklich unnatürlich viel. Und ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt und dann war es teilweise gar nicht so und stattdessen bin ich an anderen Stellen habe ich versagt und keine Ahnung, wofür das gut war. Hier ist nicht einmal ein Shortcut dadurch aufgemacht worden. Schade. Aha. Holy fuck. Das ist knapp. Es sind überall so seltsame Symbole und so Gestelle. Sehr creepy, aber auch sehr cool. Okay, hier. Jetzt einmal hier außen rum. Okay. Ich muss mich hier gerade wirklich ein bisschen konzentrieren. Ich weiß zum Beispiel, hier bin ich geradeaus weitergesprungen und das hat mich so geärgert. Ich hoffe, das Scheißteil geht nicht runter. Sicherheitshalber mache ich das nochmal. Ja, wir müssen jetzt hier den Weg wieder zurücklegen. Sollte... Nee, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht. Das war grad scheißknapp. Okay. Hier lang. Jetzt darüber. Immer genau schauen, wo eventuelle Löcher sind. Okay, hier ist wenigstens nicht so beschissen viel zu klettern. Und der zweite Schlüssel. Und da geht's auf. Okay, das ist dann doch besser, dass wir beim zweiten Mal hierher gegangen sind, weil jetzt kommen wir hier ein bisschen zügiger dorthin. Ich werde trotzdem nicht hackeln, weil ich möchte hier nicht nochmal alles nochmal machen. Oh, am Arsch. Wir müssen doch dort. Okay. Ich hab's gerade gesehen. Wir müssen dort weiter bei den Schlüsseln. Okay. Ja, ich dachte, man muss backtracken, aber... Nee, muss man gar nicht. Stattdessen gibt's hier... das hier. Und eine Kette. So. Holy fuck. Das war viel Kletterei, aber es hat sich gelungen. Hm. Hier ist sogar ein Schatz. Ein juwelenbesetztes Goldkreuz mit Smaragden. Ja, ganz ehrlich, allein das müsste ja schon, wenn es echt Gold und echt Smaragde sind. Keine Ahnung. Eine halbe Mille? Na gut, vielleicht nicht ganz so viel, aber... So 100.000 sollte es schon wert sein, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich so gut mit Schmuckpreisen nicht aus. Ist nur die Frage. Zerschießen wir die alte Scheiße hier mal ein bisschen. Ich glaube nämlich, hier geht es irgendwo weiter. Ah, Moment. Hier ist dieses Ding wieder. Okay. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Na, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja?
Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ja. Unsichtbarkeit ist Nathans... Sagen wir mal, nur zweites Paar Schuhe. Um es mal so auszudrücken. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Hehe. Das ist super. Und hier ist schon wieder ordentlich Muni. Ist da ein Mündungsfeuerdämpfer drauf? Nee. Bin mir auch nicht sicher, ob wir hier tatsächlich stealthen können. Ich kann es probieren, aber... Oh, shit. Die kommen nicht in mein... Okay. Geh weg. Scheiße, wir müssen aber auf der anderen Seite, oder? Er ist hier! Nein! Hier drüben! Oh, shit! Nicht so toll, was? Jetzt habe ich den Laser nicht gesehen. Oder halt nicht, ich habe ihn schon gesehen, aber ich habe ihn halt noch nicht für so eine Bedrohung gehalten. Dann würde ich sagen, ist sogar hier besser, wenn wir ein bisschen snipern wollen. Hä? Wo sind die? Oh. Nee. Da ist er, ne? Haha. Da ist noch einer. Wumm. So, gib mir meinen M4 wieder. Dann gehen wir hier mal... Oh. Moment, so haben wir nicht gewettet, dass ihr einen Raketenwerfer habt und ich nicht. Ja, wir sind mit der Schrotze da. Weißt du es jetzt? Ja, okay, so wirklich stealth-mäßig war das jetzt zwar nicht, aber... Ja. Ich glaube, das passt schon. Vielleicht spiele ich doch mal wieder Hitman einfach, um ein bisschen nach... Vielleicht spiele ich nach der Uncharted-Serie das neue Hitman doch zu Ende, nicht wie ich einmal angekündigt habe. Könnt ihr mir gerne hier drunter schreiben in die Kommentare, ob ihr das sehen wollen würdet. Weil nach der vielen Ballerei der Uncharted-Serie ist vielleicht eine willkommene Abwechslung. Ah, das wäre jetzt geil für eine Granate gewesen, aber so ein M4-Magazin ist auch nice. So. Ja. Finde ich gut. Halt, da war noch was. Oder auch nicht. Sehe ich schon Phantome? Ja, du mit deinem blöden Granatwerfer. Kannst mir jetzt auch gestohlen bleiben, wo ich ihn nicht mehr brauche. Ich glaube, das sind die Katakomben, oder? Oh, hier ist ein Schatz. Nice. Goldene Inka-Maske. Aber vielleicht kriegen wir die 40 doch noch voll. Das wäre zumindest ganz cool. Und erstmal auch hier schauen. Nope. Und jetzt hier und dann begeben wir uns zum Haupt- und Anführungszeichen Hauptschatzlager. Hey. Hey. Ich wusste, dass du es schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Aha.
In der Reihenfolge wahrscheinlich muss man sie drücken, schätze ich mal. Und die Reihenfolge ist halt... Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Schauen wir mal. Pfeil, Kelch, Buch, Anker. Pfeil, Kelch, Buch, Anker. Pfeil. Ach so, nee, wir müssen sie richtig rumdrehen. Okay. Interessant. Okay, das heißt, es ist wurscht. Das heißt, der Anker muss normal zeigen. Okay. Sicher, dass wir hier die richtig Pfeile sind? Pfeile sind so? Ja, ich bin sicher. Wie gehört das Buch? Ich schätze mal auch richtig rum. Ist es richtig rum? Ich glaube, ja. Dann die Sanduhr ist momentan mit dem vollen Glas oben. Wo ist hier eine verschissene Sanduhr? Hä? Keine Ahnung. Was war das übrigens gerade für ein seltsamer grüner Durchblitz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir das dann später. Die Krone ist richtig rum, das passt. Die Schlange schlängelt sich nach links. So. Dann die Muschel zeigt nach unten. Also, zeigt nach unten. Ich weiß auch, was gemeint ist. Ich hoffe, ihr auch so. Genau. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann. Geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Das Schatzlager. Wir haben es gefunden. Wunderbar. Allerdings sind wir jetzt hier alleine mit Elena. Sally ist halt nicht da, aber vielleicht ist es sogar besser. Hier ist es verschissen dunkel. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oh, daran habe ich mich gerade auch wie ein Flashback erinnert. Wo sollen wir lang gehen? Das ist genau die Frage, die ich mir beim ersten Mal auch gestellt habe. Warte mal. In der Ecke von Jacks Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 2, 5, 8. Nein, 7. Und 2 geht's hier lang. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ich schreibe mal das jetzt sicherheitshalber mal auf. 2... Moment. Zettel. 2. Dann 5. Und dann 7. Okay. Gut, dann erstmal auf nach 2. Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Dann Richtung 5. Nein, nicht Richtung 3. Auch nicht Richtung 4. Und nicht nach Richtung 1. Ja, 5 ist schon okay. Nein, 4 nicht. 3 auch nicht. Ich hoffe, ich mache das jetzt. Muss für irgendwas gut sein. Richtig. 2 ist hingegen wieder gut.
Komm schon. Es tut sich was. Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Okay. Ja, solche Rätsel gefallen mir aber sehr gut, dass man halt hier nur den Zahlen folgen darf. Und es wäre nice gewesen, wenn das irgendwie besser versteckt gewesen wäre, diese Zahlen, aber hey, ich will nicht klagen. Gut, dann hier lang. 6 ist nicht so gut. 5 schon besser. Nicht mich verbrennen, bitte. 2 ist super. Yes. Okay, ich stelle mich auf jeden Fall jetzt schon besser an als beim ersten Mal. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Ah. Oh, da hinten ist ein Schatz. Ist die Frage. Ich glaube, wir müssten alles nochmal von vorne machen, oder? Ich will aber den Schatz. Egal, wir gehen erstmal. Okay, wir gehen nicht erstmal da hoch. Okay, wir sind hier. Gut. Dann geht's halt also da lang. Gut. Oh nein! Okay. Das war fail, das gebe ich zu. Aber bitte, wer will nicht ein bisschen Gefehle sehen? Ja, ich brauche keinen Tipp. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Es hapert nur an der Ausführung. Weil die Steuerung ein bisschen sehr direkt ist. Also direkt. Ich will es nicht sagen schlecht, aber halt zum Beispiel, dass sich hier die Kamera einfach mal so dreht. Ohne Ankündigung ist so ein bisschen heftig. Schauen wir mal, ob wir dorthin springen können. Okay. Am Arsch. Okay, ich würde aber dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, ich bin gerade hier so ein bisschen zu schlecht. Vielleicht wird eine neue Aufnahmesession das Problem lösen. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Man kann hoffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder an hoffentlich genau dieser Stelle hier. Halt, da ist doch was. War nicht gerade ein Schatz? Gut, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Egal, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal an haargenau dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich, ja, tschüss Leute.